Der Hamburger wird in die internationale deutsche Meisterschaft aufsteigen. Er mit dem orangenen Bike, der Mann der Saison, Max Maurischat. Aber erstmal Maximilian Kappler mit der Startnummer 4 in Führung. Julian Puffe, Adrian Pité, Klaus Heide, Michael Gerstacker, Kevin Rentsch. Das sind die Fahrer in der Spitzengruppe, die hier einiges versuchen, um den schon feststehenden deutschen Meister mit dem orangenen 125 Kubikzentimeter Motorrad wenigstens das Saisonfinale ein wenig zu versalzen. Aber wie so oft in der Saison, Max Maurischat nicht zu schlagen. Auch weil die Konkurrenz einfach eine höhere Fehlerquote hatte übers Jahr. Und so hat es der lange Schlacks aus Hamburg wieder mal geschafft, die Führung zu übernehmen. Kappler auf 2, Puffe auf der 3. Position. Die Positionskämpfe immer wieder, aber im Zweikampf Max Maurischat nicht zu bezwingen. Ein würdiger deutscher Meister. Auch ihm kann man eine große Zukunft vorhersagen. Vorausgesetzt, das Wachstum spielt mit. Weiß man ja bei den Jungs nie so genau, wie sich das entwickelt. Der Zweikampf um Platz 2 packend. Ebenso diese Gruppe Adrian Pité, Klaus Heidel, Michael Gerstacker. Und dann Kevin Rentsch, Thomas Gradiger, Max Fritsch, Michael Aris. Allesamt große Talente, allesamt mit einem beeindruckenden Saisonverlauf. Es hat einfach Spaß gemacht zuzuschauen beim ADAC Junior Cup und am meisten Spaß hat es halt dem Meister gemacht, der sich auch beim Saisonfinale absetzen konnte, sich da aus allem raushalten konnte, denn dahinter ging es eng zu und freie Fahrt für den neuen deutschen Meister Max Maurischat, der ja schon beim letzten Rennen den Titel gesichert hatte. Die Verfolger gaben noch einmal alles. Auch diese Rennen ein absoluter Garant großer Spannung. Und Überrundungen gab es beim Saisonfinale dann auch noch. Max Maurischat geht hier ohne Probleme vorbei. Gibt halt doch Tempounterschiede. Das war Susi Steibel, die er da überrundet hat. Und dann die schwarz-weiß karierte Flagge, das kennt er ja schon. Der deutsche Meister, der verdientermaßen den Titel geholt hat mit seiner Aprilia im ADAC Junior Cup.